Das ist ja geil, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe gerade das kleine Fenster oben im. Ach, ich bin ja auch noch nass, ey. Ich gerade voll gesabbelt habe hier mit dem Wasser. Ich habe oben das kleine Fenster in dem Skype runtergezogen und auf einmal teilt er es halt links, rechts. Das macht es seit 1, 2 Versionen. Kriegst du es auch einfach wieder zurück? Weil ich hatte das letzte Mal in einem Call, wo ich Ja, das nicht mehr. kannst einfach wieder hochziehen. Ah, gut, dann geht's einfach in dem Fall. Auf dem Desktop? Nehme ich an? Auf dem De Skype Desktop App. Ihr dachtet, ich benutze das iPhone hier zum Skypen? Eigentlich logisch, nee. Doofe Frage. So, hier mal die Gadgets bereitlegen. Wir haben noch 34 Sekunden, Ach, guck Achim. mal. Und wenn ich breit ziehe, kriege ich das Bild auch breit. Auch das ist doch schön. Das gefällt mir. Gefällt das? Wunderbar. Ja, so. Wie viel hast du schon gefilmt mit dem Pocket? Noch nicht so viel. Noch nicht so viel. Ist halt die Scheiße, weil du kein Zubehör hast. Das Zubehör, das fehlt, genau. Wunderbar. Wir sind in 4 Sekunden live. Dann nehme ich mal den Banner weg. Ich sehe nichts auf Facebook. Ah, Habe ich da. vorangeschaut, bei mir zeigt es an. Also auf der GeekTalk-Seite. Jetzt sind wir nicht scharf. Genau. Beide. So, jetzt sieht man dich und mich. Mal freundlich in die Kamera winken. Piep, piep, piep. Wunderbar. Achim, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geek Talk TV. Ja, herzlich willkommen. Ich habe mich gerade mit Wasser vollgebuddelt, direkt vor der Aufnahme. Ja. Hättest du das vor bei der Newsfolge Aufzeichnung Audio-Podcast gemacht, wäre es nicht so schlimm gewesen wie jetzt. Kann passieren, kann passieren. So, ich habe jetzt Wasser auf dem Pullover, als dass ich getrunken habe. Aber das sollte jetzt reichen zum Reden. Wunderbar. Achim, wir sprechen heute über das DJI Osmo Pocket. Ein kleines Gadget, was wir eigentlich beide zuerst gar nicht bestellen wollten. Ja. Also wollten. Er hat nicht initial gezündet, sagen wir es mal Doch, hat so. jetzt ja gezündet, aber halt hat er gute Gründe gehabt, zumindest bei mir. Ich habe ja den DJI Osmo Mobile 2, wo man halt sein Telefon halt reinsteckt, den ich viel zu selten benutze, wo ich dachte, da mache ich viel mehr mit. Plus das Ding kostet halt plus minus 350 Euro. Und 350 Euro ist bei mir jetzt auch nicht unbedingt der Mitnahmepreis. Also für 200 wäre es sofort bestellt gewesen. Das ist bei mir so die Grenze gefühlt. Ja, das war bei mir der initiale, die initiale Beschränkung, sag ich mal. Die initiale Beschränkung war bei mir auch das Finanzielle und eben auch ähnlich wie bei dir, den Osmo Mobile 2, den ich extrem viel nutze. Hashtag not. Ja, aber dann hatte ich ja Freude an dem mobilen oder eben dem sehr kleinen Design und bei mir war es da die fehlende Möglichkeit von einem 1/4 Zoll Gewinde, was es unten dran nicht per se gibt. Um das Ganze an meinen neuen Fotogadget oder Videogadgets zu befestigen. Und das hat mich dann davon abgehalten. Und dann habt ihr mich davon überzeugt, es gibt ja so schönes Zubehör, was dann die Möglichkeit bietet, aber das Zubehör ist aktuell noch nicht verfügbar oder schon ausverkauft. Ja, da können wir aber später, glaube ich, nochmal drüber reden. Ansonsten hätte ich ein super Kickstarter-Projekt. Ein Adapter USB-C auf hier Dix, Schraubgewinde. Auf Schraubgewinde, genau, 1/4 Zoll. Da Also, wäre ich dass es sofort. einfach mit Plastik da unten reingeht und halt das Schraubgewinde hat. Da wäre ich sofort mit dabei und würde es unterstützen, wenn sie nicht irgendwie bis Juni 2019 bräuchten, um das ausliefern. Ich denke, bis dann hat DJI auch das Zubehör wieder am Start. Hoffe ich doch. Am Start. Ja. Hoffen wir, hoffen wir. Aber ja, gehen wir zuerst mal darauf ein. Was ist überhaupt das Ganze für ein Gadget? Was macht man damit, Achim? Das ist ein Gimbal. Ein Gimbal, der sorgt dafür, dass man stabilisiert Bilder aufnimmt. Das kann zum Beispiel ein Gerät wie so ein Telefon mittlerweile auch. Das macht so ein Gerät wie ein Telefon, aber mit Software. Und
Ein Gimbal macht das mit so einem zwei oder drei Achsen In diesem Fall sind es Bewegung. drei, genau. Ja, es gibt aber auch zwei Achsen für Genau. Gimbal. Deswegen habe ich halt gesagt zwei oder drei. Ich beschreibe ja noch die Technik, Kollege. Passt. Genau, und der gleicht das entsprechend aus und damit kann man halt ganz tolle cinematografische Kamerafahrten machen. Magst du dich erinnern, wo du, in welchem Film du das erste Mal so eine Cinemato, das was du vorher gesagt hast, Aufnahme gesehen hast, bewusst Nö. gesehen hast? Nö. Ich wusste auch nicht, wo ich das zuletzt bewusst gesehen habe. Also Rocky. abgesehen von YouTube-Videos. Ja, genau, wo man das natürlich fleißig einsetzt. Rocky, damals, wo er so die Treppe lief, ich weiß nicht, im ersten oder zweiten Teil, wo die Aufbauarbeit, das war ja sehr smooth für die damalige Zeit. Und das war die erste Steadicam, die es damals gegeben hat und das erste Mal, dass so eine verwendet wurde. Weiß Oh, ich auch, Entschuldigung? hast du gut recherchiert, oder? Ich bin fleißiger Kickstarter und habe da mal ein Projekt unterstützt, was eben Steadicam Vault hieß. Und da habe ich die Geschichte von dem Stabilizer mitbekommen, weil das war der Begründer und derjenige, der eben das Ganze erfunden hat, der dann Gadget gebracht hat und somit unnützes Wissen oder nützliches Wissen mitbekommen. Das ist immer schön. Genau, das waren ja noch die Dinger hier, wo du halt solche riesen Dinger auf dem Körper hattest und dann vor dir so eine Kamera gefahren wird. Und Cyborg. ja. Könnte man richtig sagen. Genau. Ja, und dann kam halt DJI vor allem. Die haben das Ganze sehr stark vorangetrieben. Damit waren so die ersten, wo man richtig im breiten Masse eben auf YouTube zum Beispiel fleißig mitbekommen haben. Die haben natürlich auch marketingtechnisch da fleißig mitgewirkt und haben da unterschiedliche Modelle rausgebracht. Bei was bist du da zum ersten Mal mit eingestiegen? Der Sebastian, in Anführungsstrichen Urlaubshossi, Bekannter von mir mit dem Reisebüro, der hatte mal ein Projekt, wo er auch ganz viel machen wollte, halt mit Videos von Reisen für seine Webseite, für sein Portal. Und der war auf einmal vor, lass mich jetzt nicht lügen, 2 Jahren ist er, ja, das war noch relativ genau, auf der Demexco damals, auf der Party vom OM-Club abends auf einmal aufgetaucht und hatte halt so ein Ding in der Hand. Und das war halt noch das erste Osmo, Mit der also Kugel was eine oben drauf. eigene, genau, mit der Kugelkamera, eine eigene Kamera drauf, Das wo man das Osmo. Telefon eigentlich nur als Display dran gesteckt hat und hat damit halt rumgefilmt und gezeigt und ich war halt auch mordsmäßig beeindruckt. Schon alleine, weil es geil ist, wenn dieser kleine Kugelkopf wupp, wupp sich gedreht hat. Ich war dann weniger beeindruckt vom Preis. Der war ja irgendwo noch bei 7800 und aufwärts. Das war ja das Genau. Grundkonstrukt. Da konnte man ja auch Zubehör dazu kaufen, wo man noch das Smartphone direkt daran befestigen konnte und Mikrofon und solche Geschichten. Das war ein bisschen höherer Preis. Ja. Ja, und ich meine, das ist schon, also das ist ein Preis, da überlegst du dir halt auch ein paar Mal, ob du so viel Geld investierst wie für eine Spiegelreflex. Definitiv, genau. Und dann parallel sind sie ja mit den Ronin-Produkten gestartet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das sind eben die, wie du gesagt hast, für die Spiegelreflexgeschichten, wo man eben die großen Kameras sich drauf machen kann und dann halt eben nicht ganz so wie Cyborg-mäßig, aber schon halt ein bisschen Ja, mehr schon. Technik. Genau, du hast schon hier so zwei Griffe, ein ordentliches stabiles Teil, weil ich meine, so ein Spiegelreflex ist ja auch eine vernünftige Größe. Genau, mit Gewicht. Und die liegen, glaube ich, preislich auch so in der 500, 600 Euro Kategorie, was ich im Prinzip in Ordnung finde. Also klar, immer gerne halt günstiger, aber was ich im Prinzip auch in Ordnung finde im Kontext halt, so ein Spiegelreflex, wie gesagt, kostet ja auch 600 bis 2000 Euro, um mal so in der Standardspannbreite zu bleiben. Und wenn Ohne man die damit Objektive. ohne die Objektive und wenn man damit professionell arbeitet. Und ich meine, so ein Objektiv kostet ja auch schon ein paar hundert Euro, je nach Objektiv, für Oder was es ist, tausend, was es kann. tausende. Also das passt auch schon vom Preisgefüge, finde ich, glaub ich, ganz gut. Und auch spannende Geräte, wie ich finde. Genau. Hätte ich auch mal Lust drauf. Wäre auch mal was, was man ausprobieren könnte. Ja, aber eben da, wenn man es viel braucht. Macht Sinn, sich sowas anzuschaffen. Ansonsten für einen Hobbyfilmer und Hobby-YouTuber und so weiter zu overkilled. Wie sagt man? Overdressed. Einfach zu viel des Guten. Genau.
Und dann hat ja DJI die ganzen, ja, parallel auch die ganzen Drohnen gefahren, die man halt so kennt, von den größeren bis zu den kleineren. Und mit der Maverick, und da sieht man eben dann die Parallelen, kam so ziemlich eine ähnliche Kamera, die hier drin ist, im Pocket, wurde vorerst eben im Maverick verbaut, was nachher dann hier eben im Pocket gelandet ist. Eine schöne, kleine Kamera, die schöne Bilder aufnimmt, in 4K, wenn man das möchte. Genau, und parallel dazu gab es halt die Osmo Mobiles, wo wir ja auch schon angesprochen haben, wo es halt auch mittlerweile zwei Varianten gibt, wo man einfach sein Telefon reinsetzt und auch die Kamera des Telefons benutzt, die dann preislich halt, ich glaube, das erste war noch bei 350 oder so in den Dreh. Ziemlich und genau, ja. Das Zweier war dann bei 180, wo ich dann auch relativ schnell zugegriffen habe, weil das, wo ich ja gerade gesagt habe, ist halt auch der Preis, die Preisschwelle, wo sie mich dann schnell mit Chris. Mhm. Und weil ich es halt auch spannend finde, was man damit alles machen kann. So, der Unterschied ist halt immer, machen kann und was machst du wirklich? Und woran liegt das? Da werden wir aber gleich, glaube ich, nochmal drüber sprechen. Ja, da kommen wir dann am Schluss beim Einsatzgebiet dazu. Da haben wir da beide zugegriffen. Ich habe das einer getestet, über einen Monat gehabt. Mir war es einfach für die 350 zu viel. Bei den 200er habe ich dann auch gesagt, das nehme ich, weil zwischendurch mal was machen, vor allem auch meine Kinder, wenn sie filmen, da wackelt es noch ein bisschen mehr, als das, wenn ich das mache. Und dann macht das schon mehr Sinn. Aber da ist halt immer das Ding, das Teil hat ein Eigengewicht und dann noch das Smartphone oben drauf. Und wenn das runterfliegt, ist das Smartphone weg. Und jetzt kommt eben DJI kurz vor Weihnachten mit sowas ganz Kompaktem, eben dem DJI Osmo Pocket. Was haben wir da? 116 Gramm. Und 1,20 mal 40 mal circa 30 mm. Also eben. Ja, im Endeffekt, der schöne Vergleich ist ja immer, wenn man es halt mal so in die Hand packt, in die Hand legt, es verschwindet in der Hand. Es verschwindet, richtig, genau. Beim ersten Mal auspacken bin genau, ich erschrocken. Genau, oder auch schön, schöner Vergleich, wenn man den Finger ranpackt, was bei mir der Zeigefinger ist. Mein Zeigefinger ist genauso groß wie das Gerät ohne den Gimbal. Ohne den Gimbal oben drauf. Ja, also wirklich eben, wer sich nicht vorstellen kann, sehr, sehr kompakt. Und dennoch, wie ich vorher erwähnt habe, eine vernünftige Kamera oben drauf, zumindest bei Tageslicht, macht die schöne und gute Aufnahmen. Genau, ein Stabilo-Leuchtstift kommt circa hin. Dann gehen wir schon mal in die gleiche Richtung. Genau. Ja, willst du das Teil ein bisschen zeigen? Das kleine Gadget? Also, ich habe es ja schon hier zusammengebaut, in Anführungsstrichen. Sprich, ich habe hier einen Adapter dran für Lightning, weil ich ja iPhone-Nutzer bin. Das mache ich einfach mal kurz raus, das Adapterstück. Und normal ist hier eine Platte vor und so kommt der praktisch aus der Verpackung, auf die wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen können, aber das ist ja vielleicht das Unspannendste. Und dann hat man praktisch das Gerät mit zwei Schaltflächen, einer LED. Ich wechsle mal ganz kurz auf die rechte Kamera bei mir. So schaut es aus, wenn der Adapter nicht drauf ist, eben mit diesem Schutzteil oben drauf. Jetzt Achim weiter. Genau, hier oben ist ein 1 Zoll Display, wenn ich das richtig im Kopf habe. 1,3, also sehr Brief, nicht mal eine Briefmarke. Genau, so Briefmarkenlevel. Oben ist natürlich der Gimbal drauf, 3-Achsen-Gimbal, wie gerade schon beschrieben, der sich da oben bewegt. An der Seite ist halt der Slot für eine Micro-SD. Logisch, da fehlte mir kurz der Begriff. Und unten ist, das lieben wir natürlich hier beim Geek Talk, ein USB-C-Anschluss, wo man das Gerät mit Strom versorgt in den fest verbauten Akku, wo man unterwegs zum Beispiel auch eine Powerbank dran setzen kann, einfach wenn der Akku nicht reicht, der schon ein paar Stunden aushalten sollte, was ich bisher noch nicht so ausprobieren konnte, jetzt aber nächste Woche machen werde, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und wie gesagt, es kommen noch zwei Adapter dazu. Einmal der Lightning, ein USB-C-Adapter für Android-Smartphones und jeder, der ein Android-Smartphone hat mit Micro-USB, der ist außen vor. Der darf nicht mitspielen zum aktuellen Status, genau. Genau, ich glaube halt auch, der wird auch später nicht mitspielen dürfen. Also ich glaube schon, das ziehen die jetzt durch.
Wäre auch unschön, weil USB-C halt einfach cool ist. Und genau, wir mögen es. Was aber hart ist, weil, gefährliches Halbwissen, die ganzen Samsung-Geräte sind alle immer noch USB-C, oder? Nein, das Samsung komme ich nicht Galaxy mit. S9 und die Note ist mit USB-C. Also seit diesem Jahr haben sie USB-C. Ah, okay. Auch okay. Die A-Reihe hat USB-C. Also seit 2018, die Modelle sind dabei. Alles klar. Ich habe ja gesagt, gefälliges Halbwissen. Und ich wollte schon sagen, jetzt komme ich nicht mit irgendeinem Exoten. Aber okay, so, das ist einfach so, wie es ist. Wenn man das Telefon dran daddelt, hat man schon bei, in meinem Fall das erste Problem, wenn man halt nämlich so eine blöde Hülle hat, die einen Tick zu dick ist, dann wird das ein bisschen hakelig. Ansonsten, wenn es halt drin ist, oh, jetzt kann man mich doppelt sehen, auch nice. So, dann hat man praktisch seine kleine Kamera mit einem riesen Display und ein paar extra Features zum Einstellen. Also man kann logischerweise auch auf dem Bildschirm alles einstellen. Das ist auch durchaus für die Größe von dem Bildschirm machbar, aber natürlich nicht so mal komfortabel, als wenn man praktisch ein Telefon als riesigen Touch, nicht nur als Display, sondern als Touch-Einrichtungsbedienfeld für die ganzen Einstellungen verwendet. Das ist ein bisschen kompakter, ja. Du, meine größte Befürchtung war ja am Anfang, dass das hier eine sehr fricklige Angelegenheit ist und sehr schnell brechen kann. Es macht einen relativ stabilen Eindruck, wenn man es dran hat. Draufsetzen sollte man sich definitiv aber dennoch nicht. Ich finde auch, dass es einen relativ stabilen Eindruck macht. Und ich glaube halt auch, ich habe mir halt überlegt, würde ich es halt so die ganze Zeit benutzen, mit einer Hand. Im Regelfall, glaube ich, wenn man das dran hat, benutzt man das auch mit zwei Händen. Was der ganzen Sache natürlich mehr Stabilität gibt. Man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht anfängt, irgendwie selber abbricht, wenn man es falsch greift oder die, wie sagt man, den Druck halt falsch ausübt. Mhm. Wo ich zumindest über MyCase geschimpft habe, Entschuldigung. Es geht schon davon aus, dass man ein kleines Case hat. Also es ist ein kleiner Vorsprung, also ein kleineres Case kann es durchaus verkraften, meint es einfach zu dick. Ja, da kann ich vielleicht noch kurz nach rechts zeigen. Zuerst mein Case, das hat ja eine schöne Aussparung. Oh, jetzt ist gleich der Adapter dran geblieben, genau. Vorführeffekt. So, die Aussparung ist gegeben und dann passt's und dann sieht man auch den kleinen Abstand, den man hat, wo es dann eben doch funktionieren kann mit Hülle, sofern es eben auch genügend Aussparung an der Hülle selber ist für ein Micro-USB, USB-C oder Lightning-Port. Genau, wenn man es nämlich hier mit einem normalen iPhone, mit einem normalen Apple-Case benutzt, was halt auch unten offen ist, dann hat man auch null Probleme, dann ist es auch zackig drin. Mhm. Ein bisschen blöd ist übrigens, können wir gleich drüber reden, halt, wenn wir eh schon davon reden, es geht, man muss ein bisschen drücken, damit die Kontaktfunktion von dem Stecker irgendwie voll gegeben ist. Man denkt, es ist drin, aber zum Beispiel dann startet die DJI Mimo App und will auch zum Beispiel ein Firmware-Update machen und auf einmal verliert er die Verbindung, weil es eben nicht richtig drin steckt. Also da muss man wirklich aufpassen. Dass kein Wackelkontakt ist. Firmware-Update dann später ohne Hülle gemacht, um sicherzugehen, dass es vernünftig durchläuft. Ja, so ein Firmware-Update abbrechen ist nicht immer sinnvoll. Da kann man auch ein Gerät mal kaputt machen, wenn es falsch gemacht ist. Genau. So, dann ist da, kommt da noch eine Handschlaufe mit bei, die aber nicht für das Gerät ist, sondern für die Hülle. Etwas, was ich nicht begreife, ich hätte eben, das ist hier die Handschlaufe, wie man sie auch von Fotoapparaten und anderen Gadgets her kennt. Das wäre schön gewesen, wenn man die hier unten hätte befestigen können, weil ja, das Teil schon recht klein ist und man es auch so mal einfach bammeln lassen könnte. Genau, also ich fand es halt auch also echt komisch. Und wo wir gerade noch von dem Gerät gesprochen haben, es hat halt auch einen kleinen Mikrofoneingang mit einer relativ ordentlichen Soundqualität. Für das kompakte Geschichte ist es ordentlich, ja. Genau, da habe ich schon weitaus Schlechteres erlebt bei größeren Geräten. Also kann man durchaus benutzen. Ist natürlich auch Thema Vlogging, wenn man sich selber filmt. Dann hat man direkt den Ton dabei.
Und Thema Zubehör kommen wir ja später nochmal zu. Da kann man es auch nochmal verbessern. In der nahen Zukunft hoffentlich. In hoffentlich sehr nahen Zukunft, Ende Januar, aktuellere Aussage von DJI. Genau. Ansonsten kommt er mit dem Case. Das Case ist jetzt eher hässlich, wie ich finde. Also auch die Farbe, Vor allem die genauso Farbe. wie das DJI Osmo Mobile 2. Das hat ja auch so ein komisches Grau gehabt, wo die anderen Geräte eigentlich schön geil schwarz sind. Und das hat eine komische Form auch, aber ist halt dem geschuldet, dass man halt das Ding einfach hier so zack reinpackt, dann eben entsprechend hier verschließt und dann ist das Ding sicher geschützt erstmal. Der Gimbal ist geschützt dadurch. Und halte mal das Mittelteil ganz schön, auch die Aussparung, wenn man den Adapter dran lassen möchte. Man kann ihn ja auch verkehrt herum reinmachen, den Adapter, wenn man nicht unbedingt den in die Hosentasche oder in den Rucksack nehmen möchte, auch so dran lassen. Du kannst ja auch umgekehrt reinfahren für den Transport. Ach so, das wusste ich nicht. Aber das finde ich eine clevere Idee. Also direkt passt rein. Nee, so. Voilà. Geht's auch so für den Transport? Ist zumindest durchdacht und mit dieser Schaltfläche, wo man den Adapter, nicht Schaltfläche, mit den Schaltkontakten, wo man den Adapter drauf schiebt. Ich glaube, da werden die bestimmt noch ein bisschen was machen an Zubehör. Da gibt es ja auch zum Beispiel angekündigt so ein Rädel-Ding, Oh also ja. so ein Radding mit so zwei Buttons zusätzlich, die auch auf diesen Kontakten aufbauen. Aber zur Hülle zurück. Unten ist auch der Anschluss direkt durchgeführt, also ausgespart für USB-C. Sprich, man kann es in der Hülle lassen, wenn man es lädt. Das macht Sinn, je nachdem, wo man es liegen hat, im Schlafzimmer auf dem Ding, ja, oder wenn man, ich jetzt die Familie hat, ist das Gimbal geschützt, wenn man es lädt und muss man sich so hinlegen zum Laden. Also das ist sehr, sehr gut überlegt, wie du gesagt hast, durchdacht, ja. Genau, also was man da im Schlafzimmer mit aufnehmen kann, lasse ich jetzt mal außen vor. Da habe ich mein USB-C-Kabel, ganz einfach in der Wohnung. Aber oben an der Hülle ist entsprechend die Aussparung für die Handschlaufe, über die wir gerade geredet haben, Genau, die habe ich die vorher kurz ins Kamera gehalten. Ja. ich wie gesagt witzlos finde. Dann kannst du es besser aus der Hosentasche fischen, wenn du die Schlaufe rauslässt. Nee, not really. Keine Ahnung. Ich hätte es am Gerät ge lieber gesehen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, zwei Bedienungsknöpfe. Man hält einfach gedrückt und zack, innerhalb von 3 Sekunden ist das, glaube ich. 4,1. Okay, für den einen sind 4,1 3 Sekunden, für den anderen nicht. Und dann ist das Ding ausgerichtet und funktioniert. Das Display ist an. Und wenn man jetzt entsprechend auf den Record-Button, auf den roten klickt, dann kann man direkt aufnehmen in dem Modus, den man gerade eingestellt hat. Und das Display ist halt entsprechend Touch-Display, auf dem man dann einfach sich bewegt. Es ist einfacher, wenn man es in der Hand vor sich hat, als wenn man es jetzt seitenverkehrt für die Kamera macht. Das kann ich euch auch zusichern. Und mit dem Firmware-Update gab es endlich die Möglichkeit, schnell auf Selfie-Modus umzustellen. Für mich ja ganz wichtig, für die Stories. Da muss man einfach dreimal tippen. Und dann zack, dreht er sich um und hat einen direkt selber drauf. Genau, und Vorher wenn man konnte man fertig war. das nur über das Einstellungsmenü machen, was natürlich ein bisschen hakelig ist. Und so ist es natürlich viel schneller. Man redet, man erzählt was, man hat eine schöne Geschichte und dann will man was zeigen. Dann nochmal dreimal draufdrücken und zack, dreht sich das Teil wieder einmal um. Was ich noch cooler finden würde, und das hoffe ich, kommt im nächsten Update, dass wenn man eben vom Selfie-Modus ist, im Selfie-Modus ist, dreimal drückt, wenn er wieder in die genau exakte Position zurückgehen würde, wo er vor war. Weil er geht immer nach vorne zentriert, so, und wenn ich vorher was hier gezeigt habe, dann muss ich mich zuerst wieder anpassen. Das wäre noch so für mich so ein kleines i-Tüpfelchen, was sie machen könnten. Was er auch kann, auch wieder für mich ganz spannend, für Story-Funktionen in Instagram und in Snapchat. Man dreht ihn einfach und er hat direkt auf Hochkant gewechselt. Das sieht man nicht vorne am Gimbal, also der dreht sich halt nicht, aber man sieht auf dem Display, dass die Kamera sich praktisch halt direkt gesenkt hat und jetzt genau die gleiche Funktionalität bietet, indem es natürlich das Bild stabilisiert, bloß Hochkant. Genau, das ist, wenn man unterschiedlichen Content für unterschiedliche Quellen aufzeichnen möchte, eine sehr praktische Geschichte, wie ich finde.
kann man ja dann auch beim Osmo Mobile 2 das iPhone oder Smartphone, was man auch immer hatte, so reinmachen oder so, je nachdem, wie man es gebraucht hat. Für genau, das war dann nur eine hakelige Sache, weil man es halt entsprechend neu ausrichten, neu ausbalancieren musste. Das Problem hat man nämlich hier nicht. Zum Glück nicht mehr, genau. Ja, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Der MicroSD-Schacht ist leider nicht geschützt, also da ist kein irgendwie ja, so ein Stück Silikon oben oder vorne dran raufgeschoben. Da kann natürlich, je nachdem wie man es transportiert und auch durch die Hülle ein bisschen Dreck, Staub und solches Zeugs reinkommen, was man nicht unbedingt drin haben möchte. Aber ja, ist halt der Kompaktheit des Gadgets geschuldet, würde ich mal sagen. Ja. Dann können wir kurz mal über die Modi sprechen, wenn wir die Hardware so durch haben. Mhm. Wo ich jetzt gerade schon im Menü bin. Man kann Fotos machen. Das ist jetzt nicht so der Brüller. Also schön, dass man es machen kann. Man hat schöne Fotos, eine schöne Auflösung, alles gut. Aber man will natürlich stabilisieren, also Video aufnehmen, was man natürlich kann. Da kann man dann 4K-Video aufnehmen, 16x9 mit 60 Frames per Second, was schon eine Ansage ist. Und 100 Mbit Durchsatz, genau. Genau, man kann natürlich auch nochmal runterschrauben, da kriegt man mehr auf seine Karte drauf, logischerweise. Dann haben wir die Möglichkeit, Zeitlupen aufzunehmen, also direkt zu aktivieren, eine Zeitlupe. Ein Zeitraffer, ein sehr schöner Zeitraffer übrigens, also man kann diverse Sachen einstellen, wie schnell, wie viel, wie lange und auch schon gesteuert, dass er sich bewegt, dass man sagt, während des Zeitraffers in der nächsten halben Stunde soll sie von da nach da rüber gehen. So, und dann macht er das, ja, bewegt sich. Und nicht nur von da nach da, sondern du kannst auch von da nach oben, nach unten, wieder, also wirklich individuelle Zwischenpunkte setzen, was wirklich coole Effekte auch haben kann. Wenn man ein bisschen damit übt und eben die Zeit hat, auch solche Effekte einzubauen. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Genau. Und zuletzt kann er auch noch ein Panorama, wo man dann einfach das Osmo Pocket aufstellt, draufklickt und dann macht er, glaube ich, 6 oder 9 Fotos. Neun? Ich glaube, 6. Neun. Doch, 3 oben, 3 Mitte, 3 unten. Ja. Okay, und dann stitcht die dann automatisch zusammen und dann hat man ein schönes Panorama, in dem man einfach nur einmal draufgedruckt hat und lässt das Gerät die Arbeit machen. Und da halt einfach ganz wichtig und Info, das Teil muss stillstehen, am besten irgendwo hinstellen. Noch cooler wäre es, wenn es Zubehör gäbe, wo man das irgendwo montieren könnte, auf ein Fotostativ oder sowas zum Beispiel. Okay, aber fair enough für den Moment. Das ist halt schön flach unten. Es steht echt solide, wenn man es hinstellt. Ja. Also da will ich zumindest das auch mal loben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich absurd, dass kein Zubehör am Anfang da ist. Da hätten sie nochmal schön hier 100, 150 Euro aus meiner Tasche ziehen können. Und ich meine, bei 500 Euro, die ich dann zackig für das Ding ausgegeben habe, aber ich hätte es gerne gemacht. Ja, weil ich hätte gerne das Rädchen dazu gehabt. Also sie haben ja das Ganze einzeln und dann so ein Komplettding mit einem Einführungspreis, der niedriger war als eben 150 und man hätte 120, glaube ich, bezahlt, wenn es denn da gewesen wäre. Und da wäre das Rädchen, was du erwähnt hast, für die Bedienung. Ich zeige es mal hier auf der Seite, hat man dann so ein Rädchen, wo man auch das Gimbal bewegen kann damit. Man hat eine Dockingstation, um das Ganze Bluetooth- und WLAN-fähig zu machen für die Verknüpfung. Und was ist da noch dabei? Eine SD-Karte, eine Micro-SD-Karte, eine zu langsame? Ja, und so eine Klammerhalterung, die den Osmo Pocket mit praktisch allem Zubehör für die GoPro kompatibel macht. Was ja das und, ja, unendliche viele Vielfalt. Genau, dann hat man unendlich viel Möglichkeiten, das Ding aufzuschrauben, aufzustellen, auf den Stick zu packen, theoretisch dann draußen ans Auto zu packen, was ich dem jetzt übrigens nicht zumuten würde wollen. Aber dann kann man halt einfach machen. Genau, man hat viele Möglichkeiten damit. Und ja, wir hoffen beide auf Ende Januar. Genau, auch gerade echt für diese Zeitraffer-Funktion. Timelapses, da musst du das Ding ja vernünftig hinstellen. Also ich habe im Büro eine gemacht, ich konnte es vorne auf eine Fensterbank stellen. Da siehst du halt nicht so viel, weil halt die Monitore davor sind. Ich hätte gerne hier schön oben platziert. Für das gibt es ja zahlreiche eben, wie heißen die Dinger? Mounts.
Mounts und Stative, kleine und größere und alles Mögliche, um das befestigen. Und das, vor allem auch eben, wie du sagst, im Büro geht das ja noch, da hat man gerade Flächen, Tische und Fenstersimse. Sobald man nach draußen geht, wird es halt dreckig und schräg und alles Mögliche. Da ist nicht mehr so einfach. Genau, und ich hatte jetzt auch keinen Bock, MacGyver zu spielen. Das habe ich halt auf Instagram bei anderen gesehen, die da mit Gummibändern Panzertape. und Kabelbindern die Sachen an irgendwelche Sachen dran gedaddelt haben. Ja, Kann man es ist, wie machen, es ist. muss man nicht. Genau. Ansonsten, das Paket ist so typisch DJI. Das gab es auch bei den Drohnen ja immer dazu, dass man das Fly More Packet hatte, wo man dann noch einen Akku hatte, ein Ladegerät, Controller. Da wurde ja auch gerne mit so einem Zusatzpaket nochmal Geld gemacht. Genau, und etwas, was ich mir eher nicht kaufen würde, ist, sie haben sogar angekündigt ein Unterwasserteil. Also man kann das Ganze in Case packen, wo das komplett ja, dann schlussendlich unter Wasser nehmen kannst. Und das ist ja dann für ja, Urlaub und so, wäre es entspannend, wenn man schwimmt und solche Dinge macht. Genau, dann haben sie noch so ein schönes Case, wo das komplette Teil reinkommt, wo man das Zubehör reinpacken kann und wo eine extra Akkuladung drin ist. Das ist dann schon ein Tick größer, was aber auch sehr geil aussieht, aber bestimmt auch nicht günstig sein wird. Definitiv nicht, aber das war so, dass beim Video, als ich das Teil gesehen habe, das gab mir den Ausschlagpunkt, das will ich haben, alleine für diesen Drehmechanismus, wenn es rauskommt, es peelt sich ja so nach hinten und dann kommt das Pocket Go, Osmo Pocket raus, nicht Go. Go ist was anderes. Ja, ich glaube, Zubehör, wir haben schon immer wieder ein bisschen angeschnitten, wir können zum Zubehör wechseln. Ja, wir sind ja schon im Zubehör, weil da müssen wir nicht hinwechseln. Genau. Aber wenn wir vom Paket reden, im Paket ist halt auch interessanterweise, das hätte ich jetzt nicht mit gerechnet und hätten sie vom Preis auch weglassen können, gefühlt, dann wäre das Paket immer noch in Ordnung gewesen. Da ist auch eine Micro-SD dabei. Aber nur, wenn du dir sie obendrauf klickst. Das Hä? ist, ja, die kaufst du dir extra. Das ist nicht Nee, im. nee, 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 nee. In meinem DJI-Shop ist das im Paket drin, ist abgebildet und klicke ich nicht dazu. Hä? Also ich habe ich hab das Pocket ausgewählt und mach mal es doch einfach. Ich habe doch hier einen Knopf, wo ich wechseln kann auf einen Browser. Wo ist der? Da. Jetzt sollte man. Eigentlich. Genau. Jetzt gebe ich hier DJI. Das siehst du jetzt leider nicht, Achim, außer du schaust direkt in den Livestream rein. Nö, ich mache das parallel auf meinem Rechner mal mit, weil ich da so sicher bin, weil ich mir das ja auch angeguckt habe, nachdem wir die Diskussion über die Speicherkarte hatte, worauf ich eigentlich drauf hinaus wollte. Weil ich habe da das Pocket ausgewählt und dann wollte ich rausgehen, dann stand unten dran noch, aber Achtung, du brauchst eine V3, U3. Ist bei mir immer noch drin. Und da ist ja eben keine U3 drin. Also man braucht eine U3, wenn man 4K machen will. Wenn man nicht, dann reicht auch eine U1. Und in dem Paket ist eine 32 U1 dabei. Jedenfalls, wenn man das Bild in dem Paket groß macht. In der Beschreibung steht es nicht drin. Und du hattest das bei dir mitgeliefert? Ich Ich habe habe es mir. immer noch drin. Ich habe es hier offen auf meinem Browser. Dann verkaufen die unterschiedliche. Hö? Ich gehe jetzt hier auf Buy Now. Das Internet, aus irgendwelchen Gründen, schleicht ein bisschen. Der Zuschauer sieht das jetzt gerade. So, ich klicke hier auf den Buy Now-Knopf. Und hier habe ich eben die Beschreibung: Shop Now. Jetzt kommt noch ein Beach Balls, wird immer besser. Ja, der neue Mac Mini kommt morgen an. 359 Euro, also 359 Euro. Und jetzt sieht man hier, dazu zu klicken für 34 Euro eine 64er Gigabyte MicroSD und für 72 Euro kann ich mir eine 128er dazu klicken, aber beide sind aktuell auch out of stock. Also das ist bei mir nicht im Grundpaket dabei. Also, Also du bist bei ich rede DJI? vom Zubehör, vom Erweiterungspaket. Also Ich eben weiß nicht, zusätzlich dazu zu kaufen, gibt es die. nein, ich rede von dem Erweiterungspaket. Ja, Entschuldigung, ja, davon haben wir gesprochen, das mit dem Rädchen, genau. Ah, da ist eine dabei, genau, aber keine, genau, eine V1. Entschuldigung, dann habe ich an dir vorbeigesprochen. Dann wechsle ich jetzt die Kamera zurück auf den Achim. Ja.
Also da kannst du aber bestätigen, dass das auch bei euch in der Schweiz dabei ist. Das kann ich bestätigen. Da ist eine dabei. Das hatten wir ja schon in der Geek Talk News Folge vor Weihnachten. Die ist dabei. Eine 32 GB V1. Eben für Full HD Content quasi. Genau. Und da habe ich halt gesagt, überrascht, dass so etwas dabei ist und hätten es auch nicht beilegen müssen. Weil wie gesagt, die 109 Euro für das Paket mit den drei Sachen ist auch vollkommen okay, wenn man immer im Kontext, wenn man sich halt die Einzelpreise der Sachen anguckt, nicht ob man den Preis jetzt generell für gut oder günstig findet. Genau. Ja, definitiv kann man machen, nimmt man auch gerne mit, weil ein bisschen Speicherkarte kann man immer gebrauchen. Ja, im Endeffekt, wenn es dabei ist, sage ich auch nicht nein, dann kommt die halt woanders rein. Genau, die wandert bei mir auch in eine IP-Kamera, die Überwachung mitfilmt. Einfach so. Aber fair enough, das ist ja alles nur Vermutungen, weil die abgebildet ist. Weil unten, wie gesagt, im Text steht auch auf der Webseite nur 32 GB Samsung MicroSD-Karte. So, vielleicht liefern die ja doch U3 aus. Das wäre dann ja schön, wenn dem so wäre. Man weiß es nicht, weil man das Ding ja nicht bestellen kann. Oder ich kenne jetzt auch keinen, der es bestellen konnte. Das steht zwar ausverkauft, aber ich glaube, das konntest du gar nicht bestellen, weil es gar nicht lieferbar war. Und jetzt haben die einfach ausverkauft runtergeschrieben. Genau, sold out. Und wo ich mir ernsthaft frage, also echt, ich meine, hier steckt ja auch noch Hochtechnologie drin und all sowas. Das Zubehör ist ja im Regelfall dumm. Das Rädchen, in Anführungsstrichen, ist Mini-Elektronik mit ein bisschen Mechanik. Das USB, diese Bodenstation mit WLAN, das ist ja jetzt auch keine Raketentechnologie, WLAN und USB-C. Und Bluetooth-Chip, das sind einfache Chips, die man, ja. Und ich meine, das Lächerlichste ist natürlich der Plastikhalter drumherum. Das ist halt einfach die Mold und dann wird das Plastik reingeballert und dann können die Chinesen das halt am Laufband da, nicht am Laufband, am Fließband fertig machen und einpacken. Also. Mhm. Aber wenn du da die Einzelpreise anschaust, dieses Rädchen, was du genannt hast, das 59 Euro, das einzige Plastikteil, was du gemeint hast, mit dem Mount quasi, ist 25 Euro und das Wireless-Modul, was Bluetooth und Wi-Fi sprechen kann, das ist auch 59 Euro. Schon, ja. Das Plastikteil für 25 Euro, das ist übrigens in 3 bis 7 Werktagen nach Zahlungseingang lieferbar. So. Wie auch das Rädchen. Wie gesagt, das ist ja jetzt auch nicht so schwer, weil das halt Plastik ist, in einem Mold wird fertig gemacht. Mhm. Was ich aber geil finde, wenn ich das Plastik-Klammerteil jetzt gerade bei DJI auf der Webseite, die ich hier gerade aufhabe, für 25 Euro bestelle, kommen noch stolze zuzüglich Versandkosten, stolze 24,03 € Versandkosten bei. Das ist gut, verdoppelt den Preis. Bitte? Womit kommt das denn? Mit einem Privatkurier? Wahrscheinlich Velokurier. Schön in Samt gehüllt. Und ich meine 24,03, also 03 Cent. Was ist das denn für ein Preis? Haben die da knallhart kalkuliert auf den letzten Cent, damit man es günstig hat als Kunde? Damit es nicht 25 Euro ist, so viel wie das Produkt selber kostet. Völlige Banane. Also dann fehlen halt die Worte. Ja, kann man machen, sollte man nicht. Ja, eben, wir hoffen ja beide darauf, dass Ende Januar das wirklich soweit ist und die Produkte dann wieder verfügbar sind, weil ich werde nach wie vor zumindest eben den Mount müsste ich haben, aber ich bin da nicht gewillt, so viel Porto zu bezahlen für das Plastik, was auch noch mal so viel kostet. Ja, tja. Ja. Beim Osmo Pocket Erweiterungsset kommt übrigens auch nochmal 24,03 € dazu, wenn man es halt direkt bei DJI bestellt. Der schlaue Deutsche bestellt natürlich bei Amazon und nicht bei DJI. Das hat jetzt nicht für unsere Sendung was Relevantes. Ich wollte eigentlich bei DJI bestellen, aber die sind nicht in der Lage, eine Rechnungsanschrift, die ich halt brauche, von der Lieferanschrift vernünftig zu trennen. So, dass du es eben abrechnen kannst, wie du es brauchst, genau. Dann, okay, jetzt sind wir eh schon einmal drin. Dann habe ich ja bei Amazon bestellt, wo es übrigens auch, ich habe bei Amazon bestellt, aber von DJI. Da kann ich das ja alles vernünftig angeben. Und A, kommt das Ding ohne Rechnung an. Also kann ich schön wieder über das Amazon-Formular gehen und Rechnungsanforderungen machen. Und dann schicken die, ich meine, bei allem hier DJI modern und tralala und gut ist. Am Ende sind es halt, das meine ich jetzt nicht so böse, wie es klingt, am Ende sind es auch Chinesen. Wie üblich.
Ich habe ja viel auch in China schon, also ich bin ja häufiger in China, ich habe viele Geschäftskontakte, es wird viel hin und her geschickt. Also wenn du aus China Rechnungen kriegst, naja, und was macht DJI natürlich? Macht eine Rechnung mit der Lieferanschrift, wo sogar zwei Rechnungen draufstehen. Und jetzt habe ich auch eine Woche damit verbracht, von denen nochmal eine vernünftige Rechnung anzufordern, die sie auch dann sofort ratzfatz schnell liefern. Du musst denen nur genau sagen, was du haben willst. Ich hätte vielleicht sagen sollen, die sollen die Rechnung verdoppeln. Also hier, war ein Spaß, wollen, ich will keinen zum Steuerbetrug auffordern. Aber mich würde nicht wundern, wenn die das Auch auch noch machen würden. einfach so machen. Naja, gut. Aber wie gesagt, ich meine, ich bestelle es über Amazon, es wird von DJI ausgeliefert und dann zahle ich keine Versandkosten. Es ist an Absurdität schwer zu übertreffen, finde ich. Definitiv. Und da ist es direkt auch verfügbar. Wo? Über Amazon? Das stand das gleiche wie bei DJI, dass es halt erst ab dem 28. lieferbar war und am Ende war es ja dann halt ich glaube, ich am 15. released worden oder am 16. Dezember. Und dann hatten die ersten das schon auf Instagram, wo ich gesagt habe, wo habt ihr das her? Und die haben gesagt, wir sind in den Mediamarkt gegangen, da ist es im Regal. Und am nächsten Morgen stand es auch schon bei mir dann. Schlussendlich deutlich schneller und schneller als das Tracking hatten wir ja bei dir. Ach genau, ich habe die Versandbestätigung, also Samstagmorgen ist es gekommen, die Versandbestätigung aus dem Amazon-System habe ich am Montag bekommen. Ist halt Wochenende, da arbeitet der Bot nicht. Spannendes Zubehörteil, worüber wir noch nicht geredet haben. Es gibt auch einen USB-C-Audio-Adapter, wo man dann, was ich ja vorhin angesprochen hatte, ist schon ein solides Audio. Sound-Audio, was man hier rausbekommt. Aber mit so einem Adapter kann man dann extern nochmal ein Mikro anschließen. Wie heißt das? Lavalier-Mikrofon auch. Lavalier-Mikrofon zum Beispiel, was einem dann sehr an einem nah ist, oder meinetwegen auch ein Richtmikrofon und den Sound dann direkt in die Aufnahme mit reinspeisen. Da muss man auch nicht mehr hinterher synchronisieren. Auch eine schöne Sache. Ja, gefühlt, DJI ist schon echt wie Apple, da sind wir ordentlich in der Adapterwelt. Man kann sich mit Adaptern eindenken, wenn man möchte. Genau. Und ich glaube, und ich würde sagen, wir kommen zum Einsatzgebiet, wo wir das Ganze nutzen. Und da kommen wir dann eben hin. Bei mir zumindest, wenn man möchte. Ich muss ja, damit ich es so nutzen kann, wie ich will. Achim, was hast du mit dem Teil vor? Videos machen. Ach nee. Also A, das ist jetzt dann auch irgendwie schon langsam langweilig, bis ich nicht auch wirklich was draußen habe. Ich habe ja seit 2 Jahren schon Videoprojekte, die alle in verschiedenen Stadien sind, wo ich jetzt aber wirklich guter Dinge bin, aber ich sollte es eigentlich nicht sagen, dass ich im Januar zumindest mit einem Projekt rausgehen kann und im Februar mit dem zweiten. Für die diversen Videoprojekte, finde ich, kann man ganz schöne cinematografische Aufnahmen machen, die man da reinspielen kann. Dafür finde ich das ganz spannend. Und dann habe ich mir gedacht, also zum Beispiel ein Grund, das hätte ich natürlich auch mit meinem Osmo Mobile 2 machen können, den ich ja habe, für die paar cinematografischen Aufnahmen, die man da reinpacken kann. Fair enough. Was ich mir zumindest für das Gerät überlegt habe, was ich nämlich mit dem Osmo Mobile 2 nie machen würde, weil das Ding halt schwer zu transportieren ist, nicht vom Gewicht, aber von der Sperrigkeit. Wir haben uns ja beide ja dafür noch so eine Pistolentasche besorgt, damit das Ding überhaupt vernünftig mal mitzunehmen ist, weil ansonsten kommt das in einem riesen Styropor-Case. Was Das super kannst du ja, stabil ist. einfach super stabil ist, aber da brauchst du ja schon einen extra Koffer für. Das Ding ist ja wirklich klein. So, und wie üblich, ne? Ist ja auch mal die schöne Geschichte hier. Die beste Kamera, die saß, ist die, die dabei hat. Und am Ende ist es halt immer das Telefon. Das habe ich jetzt die letzte Woche eigentlich fast jeden Tag mit rumgeschleppt und nicht benutzt. Aber einfach nur immer, das liegt bei meinen Sachen, die ich immer mitnehme, meine AirPods, so eine kleine Handvoll Sachen. Da habe ich das einfach zugelegt und mir immer mit in die Tasche gesteckt. Wie gesagt, nicht benutzt, aber schon mal die Erkenntnis gefunden, es stört mich null, das Teil mitzunehmen. Man Also von der kann es Größe. in den Jeans, in die Hosentasche tun und man merkt es, aber es ist nicht unbedingt allzu nervig störend. Genau. Okay, in die Hosentasche packe ich zurzeit eigentlich nichts, weil es ist Winter und kalt, da habe ich eine Jacke, da kann ich alles in der Jacke unterbringen. Und da Ich habe habe ich selten genug Jacken Platz, an. da merke ich halt nichts. Genau. Also schon mal ganz gut. Das freut mich.
Und ich habe für mich jetzt überlegt, für dieses Jahr als Projekt, das, was ich ja auch schon vor 2 Jahren, witzigerweise vor 2 Jahren, genau um diese Zeit, bin ich, glaube ich, habe ich einen Koffer gepackt und mich auf den Weg gemacht nach Miami. So, und ich habe auch noch Aufnahmen hier, wo ich in Miami am Strand die Kamera schön mit dem Gorillapod aufgebaut habe, wo ich mit der GoPro Sachen aufgenommen habe, wo ich halt die ganzen Reisen also mal ein bisschen dokumentieren wollte, ob ich es veröffentliche oder nicht, keine Ahnung, mal schauen, was auch nichts draus geworden ist. Also ich habe halt von ein paar Reisen halt Content-Footage, was ich irgendwie liegen habe, mal besser, mal schlechter. So, und das ist jetzt hier mein Start, weil auch dieses Jahr bin ich über Silvester unterwegs, da nehme ich das mit. Ich bin auf dem Weg nach Lissabon morgen, über Silvester für eine Woche, und ich werde versuchen, so eine Art Reisebericht damit zu machen. Und wenn das gut klappt, ist Vlog-mäßig? ein, ja, ein bisschen Vlog-mäßig, ein paar schöne Aufnahmen, nicht zu fancy, weil dann wird es halt auch wieder. Dann Nachproduktion, dann dauert das zu lange. Einfach mal wirklich ein bisschen hands-on, auch mit der Software, die dabei ist, vielleicht arbeiten, gucken, was die so kann, gucken, was ich mobil umsetzen kann. Werde ich jetzt halt starten, praktisch übermorgen. Und mein Plan ist es dann zumindest im ersten Halbjahr, das auf meine ganzen Reisen mitzunehmen. Da stehen ja noch ein paar an. Und das auf jeder Reise zu machen. Wenn es eine kurze Reise ist, wird es ein kurzes Video. Wenn es ein längeres ist, wird es ein längeres Video. Und zu sehen, ob das das rechtfertigt. Wir könnten ja fast verraten, dass wir dieses Jahr auch nochmal miteinander unterwegs sind und es ist nicht die IFA. Vielleicht könnten wir das da auch ein bisschen einsetzen. Ich habe jetzt zwar eine neue Kamera, wo ich mit dem Weißabgleich nicht mehr so ein Problem habe, aber dennoch, man, für gewisse Geschichten könnten wir auch das einsetzen. Genau, man kann es zusätzlich einsetzen. Ich denke schon, für die Hauptgeschichten sollte man mit einer vernünftigen Kamera und auch schon wegen dem Ton. Und natürlich auch, weil man halt sich selber auf dem Display besser prüfen kann und viel mehr Möglichkeiten hat. Aber man kann zusätzlich bestimmt für, meinetwegen auch schon alleine für Sachen abends oder so, wenn man die nicht alles mitschleppen will für eine Abendveranstaltung, kann man das ja auch prima mitnehmen. Genau, wohl abends Vorsicht, weil ich habe es ja mal einleitend gesagt, bei Tageslicht macht die Kamera gute Aufnahmen, gute Bilder. Sobald das Licht nicht mehr ganz so ideal ist, ist auch hier das Bild nicht mehr ganz so ideal. Also da gibt's, und dann sind wir bei der besseren Kamera, Smartphones, die bessere Bilder, Videos machen zur Nacht. Muss man Ja, berücksichtigen. aber ich meinte ja auch Abendveranstaltungen, wo es ja durchaus auch mal hell ist. Wo es auch Licht hat. Genau. Ja. Genau, ich meinte jetzt nicht unter der Brücke irgendwo im Dunkeln. Finde ich gut. Gehen wir Was gerne heißt drauf. Brücke? Was heißt Brücke eigentlich auf Spanisch? Keine Ahnung. Und meine Tastatur ist den vielen Kamera zu geschuldet, zu weit weg, als ich die. Doch, warte mal kurz. Da, Spanisch. So, schreiben sollte man können. Spanisch. Aber Google ist ja schlau und weiß, was ich meine. Man hätte auch Alexa fragen können. Alexa, was heißt Brücke auf Spanisch? Warte mal, Martin. Brücke auf Spanisch heißt Puente. Also so habe Puente. ich Puente, Puente, sowas. Ich habe jetzt natürlich hier die Kopfhörer auf, und die Alexa sagt das spanische Wort oder die Übersetzung leiser als den deutschen Text davor. Das ist schade, aber geschrieben ist zumindest auch Puente, Puente. Haben wir es doch. Danke, Alexa. Achso, Alexa, danke. Muss ja erst darauf hinweisen, dass man sich bedankt. Man muss ihr sagen, sie darf zuhören. Genau. Ja, schön. Da sind wir gespannt darauf, was du da mitmachen wirst und was schlussendlich auch dann zu uns durchdringen wird in dieses Internet, zu den Formaten, wo du da machst. Dürfen wir gespannt sein. Also ich finde es auch, also zum Beispiel auf Reisen auch super toll, halt das Ding einfach aufzubauen für eine Timelapse. Die Timelapse-Geschichten, das ist eben, man kann bei Tag und Nacht diese, bei Nacht ist besonders schön die Straßen, die dann leben und so weiter. Und bei Tag eben Strand, Gebirge, was auch immer. Das ist das, was bei mir in Einsatz kommen wird, wenn ich mit meinen Mädels unterwegs bin, die kleinen Reisen. Einfach für die Zwischensequenzen möchte ich damit machen. Das normale filme ich mit der großen Kamera, aber eben so Zwischensequenzen. Einfach mal einen Timelapse nebenbei laufen lassen, während wir irgendwie was anderes machen und solche Geschichten. So der Plan. Mal schauen.
Und dann eben im Bereich Gadgets, da habe ich ja ein schönes neues Kickstarter-Projekt. Muss ich mal kurz schauen. Hier ist der Safari. Ich warte ja immer noch, die Zuschauer können es sehen. Achim, du kennst es ja schon, auf mein Movie, was aktuell immer noch bei FedEx liegt und richtig gelabelt werden muss. Hier auf den Bildern seht ihr, wie das Ganze mit einem Osmo, also einem großen Osmo Mobile 2 drauf gemacht ist. Hier ist es natürlich schöner, wenn ich da den Pocket drauf machen kann, weil das Movie schon ein extrem kleines Video-Gadget ist. Und wenn man da natürlich noch ein kleineres Gadget oben drauf packen kann, macht das meiner Meinung nach deutlich mehr Sinn. Und ja, bin gespannt. Da sage ich noch nicht so viel darüber, was ich mache. Muss dann auch die Zeit finden, es auch umzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Aber wo du auch vorhin gefragt hast, wegen Vlogging, ja, so ein bisschen Vlogging ist, wie gesagt, auch damit. Ich finde, fürs Vlogging ist es halt schön, aber mir ist es immer noch zu nah. Deswegen, ich habe ja jetzt auch ein neues Setup mir extra geholt fürs nächste Jahr, mit einer Spiegelreflex, auch mit einem Objektiv, was auch ein bisschen mehr vom Hintergrund mit aufnehmen kann. Entsprechend, dass nicht immer das Gesicht so buff drin ist. Und dafür ist es halt, je nach Armlänge, ist es mir immer noch zu nah. Auch dafür ist ja Zubehör angekündigt, Ich wollte so sagen, eine da Art hatten Sie auch am Ende ein vom Video Megastick. einen Riesenstick mit Fernbedienung und allem drum und dran. Dann ging es ja wieder, oder? Ja, wenn das Zubehör da wäre. Wenn es dann irgendwann auch kommt. Genau. Ende Januar. Ende Januar. Wir freuen uns alle. Ja, so ein Fazit nach der Zeit mit dem Pocket. So weit, so gut, ne? Ich meine, im Endeffekt, wie lange haben wir es jetzt? 10 Tage? Gefühlt mehr oder weniger, 10, 12 Tage. Was ich ja gerade gesagt hatte. Es ist schön zum Mitnehmen, es ist klein, handlich. Bis jetzt für die paar Sachen, wo ich es ausprobiert habe, tut es auch das, was es soll, schnell. Ich habe mal aus Spaß zwischendurch einfach geladen. Wenn das USB-C-Kabel auf dem Tisch rumlag, dann stecke ich es mal an. Das wäre jetzt auch wirklich mal zum Beispiel jetzt auf meiner Silvesterreise mal zu sehen, halt, wie lange er wirklich durchhält, wenn man das auch ständig in Benutzung hat. Vielleicht mal einen schönen Test. Ansonsten denke ich, muss die Zeit zeigen. Also ist Genau. ein geiles Stück Technik, kein Thema. Ich habe mir auch YouTube-Reviews ohne Ende noch angeguckt, auch im Nachhinein witzigerweise, um einfach von anderen Leuten Meinungen zu bekommen. Man muss sich auch ein bisschen reinarbeiten in also wie auch der Gimbal funktioniert, wie man den ausgerichtet bekommt, was welcher Modus bedeutet. Das ist jetzt nicht so, mal eben an, ein paar Knöpfe drücken und dann läuft das Ding automatisch. Und fair enough, ich habe da auch noch nicht, sag ich mal, meine 2, 3 Stunden Rumspielerei und Testen und dann nochmal das angucken, was man aufgenommen hat. Ist das das, was man erwartet hat, noch nicht so reingesteckt? Das mache ich dann jetzt alles, wie gesagt, über den Trip hinweg. Über den Trip hinweg. Genau. Man muss eben vor allem auch beim Ausbalancieren, hier gefühlt ist man schneller an einem Endpunkt, wo dann gleich auch die Meldung auf dem Display kommt. Jetzt muss ich mal schauen, sieht man das jetzt hier? Sobald ich hier gerade bin, logisch, aber sobald ich ein bisschen so schräg bin, ist dann schon Ende Gelände. Da ist man bei einem Osmo Mobile schon deutlich mehr im Umfang mit drin. Da ist man schon limitiert. Das muss man lernen. Und das kannst du nicht einfach dann, ja, nimm an, du gehst auf ein Event und willst da live was zeigen. Das ist besser, wenn man vorher mit was auch immer. Ich habe mit Lego geübt zum Beispiel, bin so durch Lego-Straßen bei mir gefahren, solche Geschichten, um die Endpunkte zu finden, weiß, wie man das Ganze bedienen kann. Aber wenn man es ein bisschen draußen hat, macht es Spaß. Und ja, sieht man dann, was für ein Content damit man generieren kann. So. Ja, in dem Fall. Wer solche Bilder machen kann, sollte es mal ausprobieren, würde ich sagen. Ja, ich meine, wie gesagt, bei 350 Euro oder 359, um genau zu sein, zumindest für Deutschland zurzeit, vielleicht erstmal ausleihen und angucken und Eben das meine ich, ausprobieren. wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es ausprobieren, bevor man es bestellt oder kauft. Weil, ja, es ist nicht so ganz simpel. Und Genau, und ja. im Endeffekt, es sieht auch immer geil aus. Die Kamerafahrten, was sie einem zeigen, sieht auch immer total toll aus. Ich sehe selber immer, wie schwierig das ist. Ja, sieht schön aus. Ich bin jetzt aber nicht gerade in Kalifornien am Meer vorm Sonnenuntergang und kann die Fahrt machen. Und wenn ich hier rausgucke, ich bin zwar hier am Wasser, am See, boah, ich meine, es ist jetzt auch nicht so mordsgeil zum drüberfahren. Und wenn ich einmal drüber gefahren bin, das war es dann auch. Am Ende des Tages zählt halt auch wieder, genauso wie auch bei anderen. Man muss halt auch Ideen haben,
und entsprechend auch Objekte. Ansonsten kann man sich einfach auch nur begeistern lassen, dass es die Technologie gibt und vielleicht das Geld besser sparen. Genau, ich würde sagen, somit beschließen wir diese Sendung. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Ja, Achim, dir vielen Dank. Ja, Martin, dir auch vielen Dank und ja, viel Spaß beim weiteren Testen. Gleichfalls und für den Zuschauer, der das jetzt auch vielleicht zeitversetzt gesehen hat, tv.geektalk.ch, da findet ihr mehr Videocontent in unserem kleinen Format. Und da werden wir auch nächstens dann mal bekannt geben, wo wir uns dieses Jahr nochmal sehen werden. Wir ziehen ja in eine Gadget-WG. Genau, aber Ja. nicht unter die Brücke. Nicht unter die Brücke, genau. Achim, vielen herzlichen Dank, Jupp, Zuschauer. ciao. Tschüss, Dankeschön. And